Sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Herr Senator Lederer, verehrter Herr Staatssekretär Roh, lieber Andrew Copson, lieber Florian Zimmermann, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, die Gedanken sind frei. Es gibt kaum ein Lied in unserem Sprachraum, das in der humanistisch-freidenkerischen und auch freireligiösen Kulturbewegung in ähnlicher Weise den Status einer Hymne hat, wie dieses rund 200 Jahre alte Volkslied. Warum hat der Wert der Gedankenfreiheit für uns einen solch besonderen Stellenwert? Der ehemalige Wissenschaftssenator und Stellvertreter des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Wolfgang Lüder, sagte dazu: Um die Vernunft in Tätigkeit zu setzen, bedarf der Mensch der Gedankenfreiheit und dies erfordert ein größeres Maß bürgerlicher Freiheit. Da alle Menschen von Natur aus dieselben Rechte haben, darf niemand vom Genuss dieser Freiheit ausgeschlossen werden. So Lüder anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Humanistischen Verbandes in Berlin vor 13 Jahren. Lüder, einer von den vielen Unterstützern und Unterstützerinnen unseres Verbandes, war sozialliberaler Politiker und bekennender Humanist. Bürgerliche Freiheit bezeichnet im humanistischen Verständnis eben nicht eine exklusive Freiheit der Privilegierten, wie er zugleich betonte, sondern diese soll jedem Menschen zukommen. Der hohe Stellenwert, welcher den Prinzipien hinter dem Begriff der Gedankenfreiheit und deren Zweck zukommt, ist zudem nicht nur seit jeher ein prägendes Charakteristikum unserer weltanschaulichen Auffassungen. Der Wert der Gedankenfreiheit und auch der Gewissensfreiheit ist seit jeher ein einigendes Band in den philosophischen, weltanschaulichen und kulturellen Traditionen, die teilweise viel älter sind als die Sprache, in der ich mich heute an Sie wende. Dieses Band verbindet seit den Anfängen der demokratischen Transformation hierzulande Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen des politischen Spektrums. Es verbindet Menschen aus allen sozialen Schichten, jeden Geschlechts und aller Altersstufen. Und seit über 100 Jahren verbindet es hier in Berlin Demokratinnen und Demokraten auch im humanistischen Verband. Die Gedanken sind frei. Doch gute Gedanken und Ideen fruchtbar für unsere Gesellschaft zu machen, gelingt nicht voraussetzungslos. Neben vielem braucht es oft auch Mut. Mut, eine von alten Auffassungen abweichende Idee oder Meinung auszusprechen. Mut, ein innovatives Projekt praktisch zu versuchen. Mut kann erforderlich sein, um bisherige Vorstellungen im Lichte neuer Erkenntnisse zu revidieren oder um in schwierigen Zeiten den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. All diese Formen von Mut spiegeln sich in der Geschichte unseres Verbandes, wie auch der Geschichte des organisierten Humanismus, die viel größer ist als wir allein und sie prägen sie bis heute. Und manchmal ist Mut vonnöten, um einen neuen Weg zu begehen. Darum danke ich mit Hochachtung und im Namen des gesamten Humanistischen Verbandes Kultursenator Dr. Lederer, dem Staatssekretär für Kultur und Europa Gary Wo, sowie dem gesamten Berliner Senat und der Stadt Berlin dafür von Herzen, unserem Verband die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu verleihen. Wir danken auch den Beauftragten für Kirchen- und Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Herrn Hartmut Rhein und Herrn Dr. Krögel, für die Möglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit. Und schließlich sind wir Ihnen, sehr geehrter Herr Hofmann, sehr dankbar und verbunden, dass Sie in Ihrer Funktion als Projektleiter für die Zusammenarbeit der Religion und Weltanschauung in Berlin über einen so langen Zeitraum immer ein offenes Ohr für unsere drängenden Nachfragen hatten und uns stets so überaus engagiert und hilfreich zur Seite gestanden haben. Vielen Dank dafür. Mit der Verleihung der Körperschaftsrechte ist für uns ein wichtiger Teil dieses verfassungsrechtlich verankerten und fast 100 Jahre alten Versprechens eingelöst worden. Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. Wir stehen nach 20-jährigem Streben seit dem ersten Antrag auf Verleihung der KDÖR-Rechte 1997 an einem historischen Meilenstein.
Historisch nicht nur, weil der wichtige Grundsatz der Gleichbehandlung für den organisierten Humanismus in Berlin wieder einmal in wertvoller Weise zum Ausdruck gekommen ist. Es ist auch ein Meilenstein, weil darin eine besondere Anerkennung und Wertschätzung zu erkennen ist. Anerkennung, mit der das oft hingebungsvolle Engagement unserer Mitglieder, Ehrenamtlichen und über 1200 Mitarbeitenden gewürdigt wird. Das war der richtige Punkt. Die Freiheit ist nicht die Willkür, beliebig zu handeln, sondern die Fähigkeit, vernünftig zu handeln. So der Anthropologe und Politiker Rudolf Virchow, der ebenfalls zum historischen Kreis der Freidenkerinnen und Freidenker zu zählen ist. Auch Virchow meinte, dass die Wahrnehmung von Freiheit sinnvollen Zwecken gewidmet sein sollte. Und einer unserer Grundsätze lautet darum: Selbstbestimmung ist Freiheit in sozialer Verantwortung. Unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmtheit werden wir auch zukünftig in diesem Sinne wahrnehmen. Humanistische Prinzipien wie Toleranz, die Achtung und der Respekt für die Individualität jedes Menschen, undogmatisches Denken und eine kosmopolitische Perspektive auf Probleme oder Herausforderungen sind auch in Zukunft die wesentlichen Maßstäbe für die Orientierung unseres praktischen Humanismus. Denn schließlich ist der Wert einer Weltanschauung doch daran zu bemessen, wie weit sie uns Halt und Stütze bietet in stürmischen Zeiten. Und der Wert einer Individualität daran, wie weit sie sich durchzusetzen vermag. So Käthe Duncker, Lehrerin, Publizistin und Frauenrechtlerin im Jahre 1916. Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg, KDÖR, versteht sich als emanzipatorischer und solidarischer Akteur, dessen Mitglieder, Ehrenamtliche und Mitarbeitende als verlässliche Partnerinnen und Partner der offenen und lebendigen Zivilgesellschaft aktiv sind. Berlin ist eine religiös vielfältige Stadt. Berlin ist aber auch eine säkulare Stadt, in der viele Menschen ein gutes und ethisch fundiertes Leben führen, ohne sich dafür auf religiöse Vorstellungen beziehen zu müssen. Was Berlin darum in Zukunft noch mehr brauchen kann, ist echte Gleichbehandlung. Ob bei der Besetzung des RBB-Rundfunkrats, bei der Schaffung humanistischer Forschungs- und Qualifikationsstrukturen an Hochschulen oder bei der Würdigung unserer Beiträge für das Stadtleben im Rahmen von staatlichen Projektförderungen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die Humanistinnen und Humanisten in Deutschland, Europa und an anderen Orten der Welt waren stets ein Teil einer großen Erzählung, die uns heute von Emanzipation und Befreiung, von Aufklärung und Bildung, dem Kampf für Selbstbestimmung und für Freiheit in sozialer Verantwortung berichtet. Wir im Humanistischen Verband werden weiter alle uns möglichen Beiträge leisten, diese große Erzählung aus der Gegenwart in die Zukunft zu führen und sie zu bereichern durch unsere Ideen, unsere Kraft und eigene vielfältige Impulse für ein friedliches, tolerantes, offenes und solidarisches Miteinander. Zur Frage, ob Sie uns dabei unterstützen sollten, gibt es eine kurze, einfache Antwort. Ja, ich bitte Sie recht herzlich darum. Und die Antwort zur Frage, wie Sie dies tun, wie ihr das tut, liebe Freundinnen und Freunde, ist selbstverständlich Ihnen und euch überlassen. Die Gedanken sind frei. Vielen Dank.